Hallo Leute. Hallo Leute. So, wir sind jetzt hier am Flughafen und vermelden die aktuellen Nachrichten für euch. Ja, unser Flug geht Samstag zurück nach Berlin. Und da wollten wir uns mal vorab informieren, ob denn überhaupt was fliegt. Also scheinbar sind alle Direktflüge zumindest schon mal gestrichen. Ja, alles was nach Deutschland fliegt, ist gecancelt. Es ist hier gähnende Leere. Wir haben gerade welche getroffen, deren Lufthansa-Flug für heute gecancelt ist. Wir haben welche getroffen, deren Swissair-Flug gecancelt ist. Und man munkelt so. Ja, das. Psst, wir wissen ja schon ein bisschen mehr. Europa soll geschlossen werden. Komplett. Was an dem Gerücht dran ist, können wir natürlich nicht sagen. Nein, das sagen wir nicht. Wir sagen auch nicht, wo es herkommt. Also es gibt hier, naja, so verlässliche Quellen, ne? So, wir wissen also ein bisschen mehr als ihr in Deutschland oder in Europa. Oder auch nicht. So Leute, damit ihr seht, was hier noch fliegt. Alles nach Südostasien innerhalb des Kontinents, außer China. Und nichts geht mehr nach Europa. Was machen wir denn jetzt? So, schaut mal hinter uns. Wo sonst das Leben tobt, ihr vor Leuten nicht laufen könnt, gähnende Leere. Keiner fliegt mehr, keiner darf mehr fliegen, keiner kommt mehr an. Guckt euch das mal hinter uns an. Absolut gähnende Leere. Es sieht aus wie in einem schlechten Hollywood-Film. Ja, hier müssten normalerweise die Taxis ein- und ausfahren und die Leute aussteigen, um eben ihre Flüge zu kriegen. Und normalerweise stehen die hier in zwei, drei Reihen nebeneinander, um ihre Leute abzuladen. Ja, da kam gerade eins. Eins. Ja. Eins. Traurig. Oh mein Gott. Wie in einem schlechten Film, wo es ums Überleben geht. Guck die Check-In-Schalter, alle leer, keiner geht. Nichts los hier. Oh mein Gott. Die Portiers haben schon so eine lange Weile, dass sie mit uns quatschen. Ja, es ist hier wie in einem schlechten Film. Hier kommt einer sauber machen. Da sind wir wieder. So, der Portier fragte ihn, was wir hier am Flughafen machen. Hier ist gar keiner. Er hat recht. So, und wir haben gerade eine Italienerin getroffen. Ihr Flug ist gecancelt und sie hat sich daraufhin einen neuen Flug gekauft. Und der ist auch wieder gecancelt und sie hat jetzt zwei Flüge, Geld bezahlt und ja, weiß jetzt nicht, wie es weitergeht. Ja, die Airline macht nichts, gibt kein Geld zurück und es gibt auch keine Chance umzubuchen. Ja, wir werden sehen, wie es uns dann geht und wie wir hier wegkommen. Ja, mal lassen wir uns überraschen. Ja, es ist hier wie in einem Horrorfilm, im Hollywood-Film, die letzten überlebenden Deutschen. Wir werden dann im Zoo geführt und dann können sich die Leute in Singapur, die ganzen Touristen in der Zukunft, die letzten Europäer angucken.